Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Kiez Konkret. Spielhallen im Kiez, heute unser Thema. Sie schossen wie Pilze aus dem Boden und das jahrelang. Dann vor 2 Jahren kam das neue Berliner Spielhallengesetz, das härteste in der ganzen Bundesrepublik. Maßgeblich initiiert hat das Daniel Buchholz, der SPD-Abgeordnete aus Spandau. Und wir sind hier in Spandau und wollen jetzt mal wissen, ob dieses neue Gesetz auch wirklich wirkt. Und dazu treffen wir Daniel Buchholz. Ja, Herr Buchholz, Sie waren ja damals wirklich maßgeblich daran beteiligt, an diesem neuen Spielhallengesetz, was mittlerweile jetzt über 2 Jahre alt ist. Was hat Sie damals dazu bewogen, sich so zu engagieren? Auch Ihr Kiez hier? Ja, genau das Negativbeispiel, zum Beispiel hier in der Spandauer Wilhelmstadt. Man sieht in der gesamten Einkaufsstraße, Pichelsdorfer Straße, eine Spielhalle neben einem Wettbüro, neben einer Spielhalle. Und die Leute haben mich damals alle gefragt und ich mich auch. Ich bin hier um die Ecke zur Schule gegangen. Was sollen diese ganzen Spielhallen in unserem Kiez? Das heißt, daraus höre ich, dass Sie durchaus auch von den Spandauern selbst Unterstützung bekommen haben damals. Ja, damals wie auch heute noch. Denn es ist immer noch so, dass viele Menschen einfach sagen, was machen diese ganzen Spielhallen hier? Wir wollen da gar nicht spielen gehen. Sie verschandeln uns die Straßen, die Kieze, die Einkaufsstraße und auch die Atmosphäre, vor allem abends. Wenn man davor steht, dann blinkt nicht nur das eine Schild, dann blinkt alles außenrum. Und dann fragen die Leute, was soll ich eigentlich noch in diesem Kiez? Ich will hier normal leben, ich will einkaufen, schön wohnen. Wir sind ja schon 2 Jahre ins Land gegangen, mehr als 2 Jahre. Es war, glaube ich, im Juni 2011, wo das Gesetz in Kraft trat. Merken Sie denn schon was, auch gerade hier in der Wilhelmstadt? Erfreulicherweise ja. Es hat sich doch gezeigt, dass wir das mit Abstand schärfste Spielhallengesetz Deutschlands gemacht haben. Denn inzwischen ist es so, neue Spielhallen können praktisch nicht mehr aufgemacht werden. Sie müssten einen halben Kilometer Abstand nachweisen. Das geht hier nirgends, denn wir werden gleich die nächsten Spielhallen in dieser Straße sehen. Und wir haben auch erreicht, dass wenn zum Beispiel wenn ein Laden aufgegeben wird und ein neuer das übernehmen möchte, das funktioniert nicht, denn er bekommt keine neue Konzession mehr. Da wir jetzt schon mal so im Detail sind, können Sie vielleicht noch mal kurz umreißen, was der Inhalt dieses Spielhallengesetzes ist? Wir haben im Juni 2011 beschlossen, dass wir sagen, es darf maximal eine Spielhalle in einem Gebäude sein. Früher war es so, 6 Spielhallen, 8 Spielhallen in einem einzigen Gebäude. Das ist verboten in Berlin. Dann haben wir festgelegt, es muss mindestens ein Abstand von 500 Meter zu einer bestehenden Spielhalle nachgewiesen werden. Das geht praktischerweise in der Innenstadt nicht, erst recht nicht in einem Kiez, wo jede dritte Ecke eine Spielhalle ist. Dann haben wir auch einen verpflichtenden Abstand zu Kinder- und Jugendeinrichtungen festgeschrieben, aber auch so praktische Dinge wie nächtliche Schließzeiten. Früher hatten die 23 Stunden am Tag geöffnet, heute dürfen sie nur noch maximal 16 Stunden öffnen und müssen von 3 Uhr nachts bis 11 Uhr vormittags schließen, analog zu den ganz großen Spielcasinos. Das heißt, Sie können auch schon an Zahlen sehen, dass sich was ändert, also nicht nur vom Eindruck jetzt hier, dass Sie sagen, ja Mensch, an der Ecke früher, da war mal ein Spielcasino, da ist jetzt keins mehr, sondern haben quasi auch Belege? Ja, wir haben noch Mitte 2011 ist das Gesetz in Kraft getreten und wir haben jetzt erfreulicherweise im Jahr darauf gesehen, es gibt endlich keine Zunahme mehr bei den Spielhallen, sondern eine Abnahme. Das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, wir hatten vorher große Sprünge nach oben, das erste Mal gibt es den Trend nach unten. Wir sehen, es werden langsam weniger Spielhallen und ich erwarte den Juni 2016 oder Juli 2016, dann wird es heißen, das neue Recht gilt für alle Bestehenden, dann verfallen alle bisherigen Konzessionen und demnach müssen erstmal alle schließen. Und dann heißt es, immer nur im Halbkilometer Abstand darf überhaupt eine stehen. Das heißt, dann wird es wirklich schwierig werden, eine Genehmigung auch zu bekommen. Absolut. Es wird dann eine ganz, ganz deutliche und drastische Abnahme der Spielhallen in den Kiezen geben. Und ich glaube, das ist gut für die Stadtteile, aber es ist auch gut für die Menschen, für Spielsüchtige, dass sie nicht mehr so viel Angebot in den Kiezen vorfinden. Nun ist es ja so, Herr Buchholz, dass es durchaus auch Kritik gab, dass nämlich einerseits diese großen Automatenbetreiber durchaus dieses Gesetz zu spüren bekommen, andererseits aber in den Gaststätten dafür umso mehr Automaten aufgestellt werden, die als Casino nicht sichtbar sind oder schon sichtbar für die, die spielen wollen, aber eben nicht unter das Gesetz fallen, was hier seit 2 Jahren gilt. Also wir haben hier zum Beispiel an der Ecke gerade so eine Einrichtung, wo man nicht so genau weiß, was verbirgt sich eigentlich dahinter, quasi, dass die durch dieses Gesetz Vorteile haben. Das ist tatsächlich so, denn es ist nach Bundesrecht möglich, eine normale Gaststätte aufzumachen und jede Gaststätte in Deutschland darf auch 3 Spielautomaten, Geldgewinnspielgeräte haben. Und da merkt man, das ist natürlich schwer zu unterscheiden. Macht da jetzt jemand eine echte Gaststätte auf oder macht er das eigentlich nur ein kleines Kabuff auf, hängt 3 Automaten an die Wand und nennt sich Café-Casino? Da haben wir leider als Landesgesetzgeber keinen Einfluss drauf. Mit unserem Spielhallengesetz können wir nur die echten Spielhallen,
dort, wo 12 Automaten sind, beeinflussen. Das ganze Recht der Wettbüros, dieser komischen Café-Casinos, darauf haben wir leider keinen Einfluss. Wir können sie nur kontrollieren, das tun wir auch, dass dort Recht und Gesetz eingehalten werden, aber wir können sie leider nicht zumachen und das nicht verhindern. Sie sprechen es schon an, die Kontrollen, auch immer wieder ein Einwurf von kritischen Stimmen, dass in Berlin ja sowieso sehr wenig kontrolliert wird, mangels an Personal. Wie ist das bei diesem Fall? Es ist hier glücklicherweise anders. Wir sehen in vielen Bezirken, dass sehr intensiv kontrolliert wird, dass die Ordnungsämter und Gewerbeämter vor Ort präsent sind und auch zum Beispiel solche Etablissements kontrollieren. Hier hat sich zum Beispiel mal gezeigt, da waren zwei so eine Café-Casinos hintereinander und dann waren die Wände plötzlich weg. Dann war es nur noch ein Café-Casino, dann mit 6 Automaten. Und das ist dann auch untersagt worden. Und genauso muss es sein, dass kontrolliert wird. Und wir machen diese kleinen Kontrollen vor Ort. Und genauso gibt es fast einmalig in der Bundesrepublik große Schwerpunktrazzien. Ja. Da rücken wirklich über 100 Beamte aus vom Landeskriminalamt, von der Polizei, von den Finanzbehörden, von den Ordnungsämtern. Alle zusammen, die große Kavallerie, und durchkämmen mal einen ganzen Kiez. Haben zum Beispiel am Nollendorfplatz das gemacht, sämtliche Spielhallen, die dort in dem Kiez sind, durchkontrolliert. Und siehe da, wenn man gut 100 Spielstätten kontrolliert, Spielhallen, Wettbüros, Café-Casinos, bei gut 100 kontrollierten Spielstätten 20 echte Straftaten aufgedeckt, ermittelt und fast 400 Ordnungswidrigkeiten. Ja. Jugendschutz, Nichtraucherschutz, zu viele Automaten, keine Blenden dazwischen, da wird so oft gegen verstoßen, da sieht man, das sind echt kriminalitätsbelastete Orte. Nun laufen ja auch noch Klagen. Also die Automatenbetreiber haben ja Klagen eingereicht. Sind die noch anhängig? Gibt es da bereits Entscheidungen? Ja, es gibt von mehreren großen Betreibern und auch von kleinen die Klagen gegen unser Spielhallengesetz. Das wundert uns nicht, denn sie wollen natürlich nicht, dass wir so hart in ihr Spielgeschäft eingreifen. Ich bin guten Mutes, dass wir das aushalten, aber das führt dazu, obwohl das Gesetz jetzt 2 Jahre in Kraft ist und eigentlich jede richtige Spielhalle von 12 auf 8 Automaten reduzieren müsste, dass das noch nicht überall vollzogen wird, weil dagegen geklagt wird. Das heißt, die müssen das auch nicht unbedingt machen, oder hat der Bezirk eher Sorge zu kontrollieren, falls dann doch das Gericht anders entscheidet? Der Bezirk würde eventuell schadensersatzpflichtig, wenn die Automaten schon abgebaut würden vorher. Und wir haben in der ersten Instanz in Berlin gewonnen. Aber die höherinstanzlichen Urteile stehen noch komplett aus. Ich hoffe, dass die Richter schnell entscheiden und dabei auch berücksichtigen, dass wir das als Abgeordnetenhaus ja mit 90% der Abgeordneten beschlossen haben. Es gab einen ganz breiten Konsens. SPD, CDU, Grüne und Linke haben das einstimmig beschlossen, dieses Gesetz. Die einzige war die FDP, die dagegen war. Aus welchen Gründen, da möchte ich jetzt nicht spekulieren. Aber bei so einer breiten Mehrheit, dass hoffentlich auch die Richter anerkennen, hier gab es jede Menge Leute, die gesagt haben, wir wollen das nicht in der Stadt behalten. Ja. Das heißt also, 2016 kommt dann nochmal so der richtige Einschnitt, und das wird man dann auch absolut deutlich spüren hier. Dann wird man auch in diesem Kiez, in vielen anderen Berliner Kiezen es sehr deutlich spüren, denn das heißt, es darf nur noch alle 500 Meter maximal eine Spielhalle sein. Und wir können jetzt hier, wir laufen ja hier auch die Straße lang und sehen, das sind teilweise nur 20, 30 Meter, teilweise direkt nebeneinander, mehrere in einem Geschäft. Das ist dann alles komplett verboten, und das wird dann schon eine sehr drastische Änderung sein. Sie haben das ja vor allem auch deswegen angestrebt, nicht nur, weil das nicht gut ist für eine Straße, sondern weil es viele Menschen gibt, die süchtig werden durch das Glücksspiel. Meinen Sie also, dass das durchaus auch ein wichtiger Pfeiler ist, eben diese Angebote zu reduzieren, man aber dabei die Prävention nicht vergessen darf? Nur wir sehen ganz klar, dass das eine ist es, dass die Spielhallen, die Wettbüros die Kieze verschandeln, wo die Leute sagen, wir wollen das nicht haben, weil wir wollen normal einkaufen, wir wollen nicht ständig irgendwie an Spielhöllen vorbeilaufen. Aber das andere ist, dass tatsächlich viele Leute auch ihr Geld in die Automaten reintragen, in die Spielhallen reintragen. Und da muss man sich mal eine Zahl vergegenwärtigen. Jeden Tag versenken die Berlinerinnen und Berliner 500.000 Euro in den Geldspielgeräten in der Stadt. 500.000 Euro. Kein Tippfehler, auch kein Sprachfehler. Jeden Tag 500.000 Euro, die in den Automaten versenkt werden. Ja. Und da sieht man, was da für ein Umsatz dahinter steht, warum alle so heiß auf dieses Geschäft sind. Und da sieht man auch, dass viele Leute ihr Geld damit verlieren. Denn es gewinnt nicht derjenige, der davor sitzt, es gewinnt immer derjenige, der den Automaten betreibt. Und wir haben sehr viele Spielsüchtige in der Stadt, gerade auch junge Leute, die zum Beispiel, weil sie, wenn sie auf ihren Döner warten, mal in der Dönerbude, dann nebenbei mal so einen Euro reinstecken, oder auch in Kneipen, wo in der Nebengasse zur Toilette ein Automat hängt und gar nicht kontrolliert wird. Ist das ein Jugendlicher, der gerade spielt, der da gar nicht ran darf? Das kontrolliert dann wirklich keiner. Und da sehen wir, dass diese Spielsucht tatsächlich auch eine Zunahme hat. Wir geben Geld für mehr Prävention. Wir machen in Berlin zum Beispiel auch das so, dass Leute in die Schulen gehen, spielerisch erklären, was ist Spielsucht.
der Automat gewinnt, nicht derjenige, der davor sitzt. Und das müssen wir natürlich noch voranbringen. Neben dem, dass die Kriminalpolizei, das LKA hier kontrolliert, müssen wir auch schauen, dass wir die Prävention weiter stärken. Sollte man sich auch politisch dafür einsetzen, dass hier Ähnliches passiert wie in der Schweiz, nämlich dass Automaten in Gaststätten und Cafés komplett verboten werden? Ich finde das Schweizer Modell hochinteressant. Dort hat man sich politisch entschieden, schon Mitte 2005 ungefähr, dass nach 3 Jahren aus allen Kneipen, aus allen Gaststätten die normalen Spielautomaten, Geld-Gewinnspielgeräte verschwinden müssen. Und es hat funktioniert. In der Schweiz gibt es immer noch Kneipen. Und es gibt ja auch für Deutschland solche Ansätze. Das war vorgeschlagen. FDP-Wirtschaftsminister Rösler hat es aber nie vollzogen. Sogar die Experten von der FDP beauftragt haben gesagt, in den normalen Gaststätten dürfen keine 3 Automaten hängen. Weil so viel Missbrauchspotenzial ist, weil sie die Spielsucht voranbringen. Maximal 2 Automaten. Aber Schwarz-Gelb hat es nicht hinbekommen. Es gibt keine Änderungen des Gesetzes. Kommen wir noch mal kurz auf die andere Seite zu sprechen. Es gab damals große Schreckensszenarien, die gemalt wurden seitens der Automatenbetreiber. Von Massenentlassungen war die Rede, Insolvenzen etc. Haben Sie da einen Überblick, ob derartiges eingetreten ist? Nun, bisher nicht. Man sieht, dass dort eine Lobby aufgeheult hat, zum Teil verständlicherweise. Aber die ganzen Horrorszenarien, die an die Wand gemalt wurden, dazu kam es nicht. Wir sehen, dass eben die meisten Spielcafés natürlich noch da sind. Sie sind genehmigt. Wir haben nicht gesagt, sie müssen sofort schließen, sondern nach 5 Jahren müssen die bestehenden, sagte ich ja schon, geschlossen werden. Und das hat sich, glaube ich, bewährt auch. Und auch die Automatenaufsteller für die Automaten, die in den Gaststätten hängen, können nicht sagen, dass wir alle von heute auf morgen auf die Straße gesetzt hätten. Wir würden uns wünschen, dass eine Spielhalle wieder zu einem echten Treffpunkt gerne für Unterhaltung werden kann. Wir haben auch gar nichts dagegen, dass sich Leute amüsieren, auch dass sie mal, wenn sie unbedingt wollen, irgendwas mit Geld oder um Geld spielen. Aber das darf doch nicht sein, dass ich mich nur über das Geld amüsiere oder wenn ich eine Gewinnmöglichkeit habe. Man kann auch Dart spielen, Flipper spielen, man kann miteinander Karten spielen, man kann andere tolle Dinge tun. Das geht alles, dazu brauche ich aber keine Spielhalle, wo ich mein ganzes Geld verlieren kann und letztlich gewinnt immer der Automat. Herr Bucher, zum Schluss nur, glauben Sie, dass das Berliner Modell, also das Berliner Gesetz, Vorbildcharakter für andere Bundesländer haben könnte? Das hatte es. Es haben auch einige Bundesländer tatsächlich deutliche Teile von unserem Gesetz übernommen. Und wir sehen, dass wir weiterhin das strengste Gesetz haben. Andere Bundesländer waren nicht so kraftvoll zu sagen, okay, wir trauen uns wirklich mal was zu ändern. Und wir sehen, dass wir dort entweder in Spielhallengesetzen oder in ordnungsrechtlichen Gesetzen auch anderen Bundesländern ein Vorbild waren. Vielen Dank, Herr Buchholz, dass Sie uns die Zeit geschenkt haben. Vielen Dank. In Berlin haben 34.000 Menschen ein problematisches Spielverhalten. Davon sind 17.000 pathologisch spielsüchtig. Wie erkennt man diese Krankheit und was bedeutet das für die Angehörigen? Wir fragen nach bei der Fachstelle für Suchtprävention, also bleiben Sie bei uns.